So, damit herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Minecraft. Na, du kleine Schildkröte, hast mich wieder hier überrascht. Ja. So, es ist ja noch dunkel. Ich guck mir mal eben nochmal die Allee nochmal an. Hier die Lianen, die sind ja hier auch schon gewachsen. Da könnte ich mal ein paar von abschneiden und nochmal. Oh, da ist hier Zombie-Alarm. Na, oh, ich hab nicht das Bronzeschwert dabei. Mit einer goldenen Rüstung hier. Ganz schön zäh. So. Ich wollte hier ein paar Lianen abschneiden. Die sind aber schnell gewachsen, ne? Klasse. Ach, hier, da kommt er hier. Um die Ecke hier. Na? Alles klar. So. Na, hier. Die Erfahrungspunkte nehmen wir natürlich gerne mit. Und aufpassen, dass wir uns jetzt hier nicht von dem Creeper überraschen lassen. Ach, das war die Schere. Na. Auch gerade kein Eisen dabei. Gut, hauen wir uns mal eben hin. So. Habe ich da noch ein bisschen Eisen? Nee. Wo hab ich denn das hin? Ich müsste auch mal ein bisschen hier das Inventar mal eben mal aufräumen. Was kann ich hier pflanzen? Habe ich hier ja. Wir mal eben hier den ganzen Krempel mal eben hier rein. Auch hier die Enderperle. Hier dieses Dreadlight. Das hatten wir, meine ich, hier, ne? Genau. Netherrack. Auch hier der Blackstone, der kommt ja nicht auch aus dem Nether. Wohl hatten wir hier, ne? Basalt. So, mal eben seine Erde. So, die ganzen grünen Geschichten. Bambus haben wir ja hier. Ich pack das mal eben hier. Zudem noch hier der Mossblock hier. Der Sapling. Dann lassen wir mal hier mal noch ein Spinnenauge hier in den Sattel. Na, hier haben wir unsere Ender Chest. Da brauchen wir immer noch die Silk Touch Spitzhacke. Na, mit der Ender Chest hier, da müssen wir das nächste Mal mal gucken, wie wir das dann verzaubern. So, ich packe mal eben das Fleisch noch mal eben hier rein. Das Auge hier. Machen wir noch Kupfer und haben wir noch hier
von den Pflanzen. So, da würde ich jetzt mal nochmal das Feld. Hatte ich überlegt, nochmal zu vergrößern, weil wir ja auch noch Brote und Weizen noch brauchen für die Dorfbewohner. Das ist die Frage, ob wir jetzt noch einmal nach hinten gehen oder hier zur Seite. Ich denke mal, wir werden das nochmal im 1 hier nochmal verlängern. Schnappen wir uns mal so ein paar Zäune hier. Zum einen sehen wir auch mal hier die ganzen Stöcker und das alles auch mal ein bisschen aufbrauchen, was wir hier schon angefangen haben. Ich guck mal im Keller, ob wir da noch angebrochene Stacks haben. Naja, hier ist noch Oak. Bauen wir mal hier ein paar Zäune. So 33, das ist schon mal nicht schlecht. So. Hier so zwei Zauntore noch mal eben ein Eimer haben wir dabei. Den Excavator haben wir dabei. Eine Schaufel haben wir gerade nicht. Da bauen wir uns mal zwei Stück. So. Oh mein, sehen hier. Ich wollte noch mal kurz nach dem Eisenvorrat noch mal schauen. Ah, da haben wir noch 17 Blöcke. Das sieht ja ganz gut aus. Könnten wir auch mal eben mal im Umwandeln. Oder haben wir hier zwei Stacks und noch 25? Nehmen wir mal ein paar auf Tasche. So. Fackeln habe ich dabei. Haben wir ja hier unseren kleinen Brunnen, da können wir uns nochmal einen zweiten da hinten nochmal hinsetzen. Das Feld ist aber auch schon wieder schön gewachsen. Hier auch die Tomaten, hier Weizen, muss man mal sehen. Da werde ich gleich auch noch mal was ernten. So, ich überlege gerade, ob ich hier einfach mal einen kleinen Abstand mal dazwischen lasse. So ähnlich, wie ich das da hinten bei dem Dorf gemacht habe. Der müsste weg. Und den hier auch, ne?
Na, der hängt da noch mit dran. So. Habe ich denn hier diese Scythe dabei? Ja. Ja, so kann man es machen. Gut. Schwingen wir mal hier den Excavator. So, wie sieht's denn aus? Haben wir jetzt hier die Ecke? Haben wir hier 1, 2, 3, 4 Wasser. 1, 2, 3, 4 Zaun. Ja, ich denke mal, ich mache das hier doch geschlossen wegen der Tiere. So mal ein paar Fackeln. Na? So, ich leg mich mal im Schlafen. Bei den Hühnern, da fällt mir ein, die haben auch noch gar nicht so richtig Federn und Pfeile. Dass wir vielleicht auch mal eine kleine Farm uns auch mal bauen hier für die Hühner. Muss nur aufpassen, dass das dann nicht zu groß wird und nicht zu viel. Wenn die sich dann da ständig vermehren, dass uns hier die Performance in den Keller geht. Wenn wir dann nachher dann hunderte von Hühnern dann da haben, dass man das ein bisschen überschaubarer hält. So, ich mache hier mal so einen kleinen Weg. Können wir hier nochmal so ein Tor machen. Na, so. Habe ich da eine Hacke dabei? Ich denke mal nicht. Doch, aber die ist fast runter. Ja.
So, setzen wir uns mal eine kleine Werkbank hier mal so an die Seite. Na, mit dem Eisen. Das wäre für so eine Hacke eigentlich ein bisschen zu schade. Ich guck mal eben, hier ist doch die Diorithöhle, genau, die hatte ich ja hier markiert mit dem Block hier. Den Eingang kann man auch noch mal ein bisschen verschönern. Lass uns hier mal ein paar Cobbles mal im holen hier. So. Da ist ja auch noch die Lava. Ich hatte mir überlegt, vielleicht auch noch mal eine Tinker-Spitzhacke auch noch mal zu bauen aus dem Rose Gold. Das war ja dieses ganz schnelle Material. Und das mal zu vergleichen mit dem Kobalt. Nur um mal zu sehen, was der Unterschied da ist. Da konnte man, glaube ich, dann auch nur so 100 Blöcke mit abbauen, aber ich denke da ja auch eher an Obsidian. Und wenn das dann ganz schnell geht, mit so einer Rose Gold Spitzhacke, dann ist das ja okay und man kann sie auch wieder reparieren. So, mal eben sehen, dass wir hier mal ein paar Weizen mal eben hier in die Erde kommen.